Recht herzlich willkommen zur 70. Folge vom Grand Age Medieval. Ja, da sind wir in der Stadt hier und wollen wir da weiter gucken. Wir haben letztes Mal was gekauft. Sind wir natürlich, warte mal, wir lassen mal gerade einen Moment noch laufen, bis wir da oben wieder vielleicht bessere Zahlen sehen. Oh, die besseren Zahlen sehen gerade ziemlich schlecht aus. Da ist es, 5000. Wir können hier was verkaufen, ja. Aber so richtig toll ist es auch nicht. Machen wir 6 runter. Hier, Fisch. Kaufen wir mal 14 bis 80. Hier geht richtig gut, oder? Was machen wir da? 250. Ja, kommen 10 Stück weg. Hier ist es billiger, als wie wir gekauft haben. Das ist schon schlecht. Hier oben ist noch Gemüse. Obst kaufen wir. Ein, gut. So, das ist 40, das ist teuer. 37 ist ein Standardpreis. Hier können wir also dann noch zukaufen, wenn. Ja, sollen wir das machen? Machen wir noch, komm, zack. Und dann geht's weiter, die Reise. Machen wir hier runter. Ala war das nächste, ne? Gucken wir, dass wir da hinkommen. So, da kommt unser Händler. Gucken wir rein. 128. 120. Verkaufen wir 6. Fisch lohnt sich nicht. Können wir so lassen. Aber die Früchte gehen hier auf jeden Fall. Passt alle weg. 418 ist ein Toppreis hier gerade. 26 weg. Und hier mal. Ja, nee, das lohnt eigentlich gar nicht. Das lass sein. So, einkaufen. Holz 37, Kohle 44 ist günstig. Dann ist der Wagen voll, oder? Genau. Und ja, Bier wäre auch noch möglich, aber der Wagen ist ja jetzt voll, wie gesagt. Dann geht's weiter nach Athen mal. Aber das lohnt, glaube ich, nicht nach Athen. Einfach aus dem Grunde, weil die da alle schon haben, ne? Kohle ist mit 48 hier ein bisschen zu verkaufen. 26. Hier ist 80, aber wir haben 75 da stehen. Ja, komm, machen wir 10 weg. Ein bisschen was in die Kasse zu kriegen. Ne? Hier geht alles. Das Bier ist hier billig und Schinken gibt es hier tatsächlich auch oder Fleisch. Das lohnt nicht. Das lohnt auch nicht. Das war es dann schon in Anführungsstrichen. Das ist wohl zu teuer. Also hier noch was zulegen. 10-mal das Bier. Ah, das geht sofort hoch, ne, oder? Ja. Zwei, drei. Machen wir zwei mitnehmen. Das ist zu teuer. Hier können wir noch was zukaufen, geht aber auch hoch. Dann lassen wir das. Jetzt habe ich, glaube ich, sogar einen verkauft oder so. Hier ist 57. Geht auch sofort hoch. Lassen wir das erst sein. Gehen wir weiter. So, bisschen warten, bis da oben was besser wird mit den Zahlen. 2000 da. Gut, passt. 153. 140, lass 4 wegnehmen. Das lohnt sich gar nicht wahrscheinlich, oder? Ah, das sind 10, das sind 350 über Plus machen, ne? Auf der anderen Seite besser wie gar nichts, ne? Zack. Die beiden gehen weg. Ne, der Fisch ist ja genauso teuer wie woanders auch. Fängt es vielleicht auch schon an zu riechen, aber sonst geht's. Hier geht. Lohnt nicht. Ja, 48. Machen wir 4 Stück weg. So, lohnt was zu kaufen. Hier, ne? Das geht. Aber das haben wir gerade verkauft. Dann 80. Aber das lohnt sich nicht. Geht gleich hoch. Ja. Kannst du zwei mitnehmen. Und den Fisch kann man noch kaufen, ne? 7. Lohnt auch nicht.
Ja, ist so. Ist das hier teuer? Ja. Ah, hier 180, da geht noch 4 Stück. Nehmen wir die mit. Gut, wieder zurück. Ja, irgendwie müssen wir gucken, dass wir unseren Armeeunterhalt dann finanziert kriegen. Aber jetzt, guck mal da, das wird gerade richtig gut, oder wie sehe ich das? Ja, 128, ne? 120. Hier geht was. Da nicht. Hier ist sogar billiger, der Stoff. Kommen 2 davon weg. 48 nicht drunter. 26 weg. Ja, hier können wir noch einkaufen. Aber nicht mehr viel. Gar nichts nämlich. Dann geht der Preis hoch. Lohnt nicht. 60. Geht auch hoch. Kann man auch sein lassen. Weiß nicht, ob wir jetzt einen verkauft haben. 251 haben wir noch 4 Stück. 165 kriegen wir noch 4 Stück dabei. Und hier geht was, oder? 24 Stück Wolle. Gut, das ist dann hier erstmal ausgereizt, würde ich sagen, in Athen. Geht's zurück nach Ala. Schauen wir da weiter. Momentan bleiben die Zahlen im weißen Bereich, ne? Und das, weil wir diese 2 Händler losgeschickt haben, ist der Hammer, oder? Die können wir alle verkaufen. Das lohnt wahrscheinlich. Aber die 4 machen wir auch noch weg. Hier geht ein bisschen was. 75. Machen wir 70. 14 passt. Da geht auf jeden Fall was. Könnte sie alle verkaufen und habe noch Gewinn gemacht. Okay, machen wir. Hier lohnt nicht, oder? Lass die mal da, wie sie sind. Das lohnt alles nicht. So, jetzt müssen wir überlegen, was wir mitnehmen. Den Honig nehmen wir mit. Der ist mit 80 günstig. 55, das ist gut. Dann haben wir hier einen Überschuss an Kohle. Ich glaube, mehr geht nicht auf den Wagen, ne? Ja, Wagen ist voll. Vielleicht sollten wir ein bisschen was vom Wagen noch einkriegen, ne? Kriegen wir da was? Kein Karren statt von... Okay, dann Wagen voll und wir fahren weiter nach Thessaloniki. Gucken, was wir da machen können. Ja, das geht ein bisschen hier. 16 Felle weg, der Honig. Können wir komplett verkaufen, ne? Mit 104. Haben wir 24 pro Honig ja, gemacht. Das ist ja nicht verkehrt, oder? Hier können wir was zu kaufen. Da ist der Wagen wieder voll, ne? Aber ich bin momentan nicht so von überzeugt, dass das das Richtige ist. Das lohnt nicht. Hier geht was. Haben wir 4 Stück rüber und hier geht auf jeden Fall auch was. 48, machen wir die 40 weg. So. Zukaufen. Fleisch geht. 5 Stück. Für einen günstigen Preis. Was mit dem Brot? Brot 3. Hier 120 Salz. Auch nochmal 10 dabei. Und der Rest ist für Fisch, wa? So viel geht nicht. 4,8 geht. Zack, machen wir. So, dann geht's nach Konstantinopel. Gucken, dass wir da was reißen. So. Da geht was. Alle 5 günstig verkaufen. Das auch. Das ist gleicher Preis. Hier geht was. Das Salz wird 200 verkauft. Cool. Fisch geht hier. 30 Stück weg. Die Wolle.
Machen wir drei weniger. Hier geht was, aber auch nicht viel. Zwei weg davon. Das lohnt nicht. So, zukaufen. Wir haben auch schon mal irgendwo für 120 mal nicht gesehen, ne? Aber na, nehmen wir mit. Honig 73. Aber 80 ist auch billig, ne? Und dann ist der Karren voll. Dann mal hier runter nach Bursa. Gucken, dass wir da was kriegen. Oh, die haben hier sogar sowas. Aber da müssen wir erst was loswerden, ne? Hier, das nehmen sie alles für einen guten Preis. Ja, und der einen mehr und dann steigt der Preis schon hoch. Lohnt also noch nicht. Das lohnt. Ja, können wir mal gucken, wie viel 120 stehen bleibt. Ja, 12 weg. Da können wir noch zukaufen. Machen wir auch. Hier können wir verkaufen. 65 Fische weg. Geht noch mehr hier? Ja. Hier haben wir auch was zu verkaufen. Guten Preis. Hier geht auch was. Ah, da nicht ganz so viel. 18. Und hier geht ein ganz klein bisschen. Die auch weg. Gut. So, 144 geht sofort hoch. Lohnt also nicht. Das Honig war immer noch nicht ausgeschöpft. Ne? Da geht es erst hoch. 12 noch dazu. Ja. Der Fisch. Also, wenn ich nur einen verkaufe, dann wird der Beleger. Genau. Und dann lassen wir das so. So, das passt. Dann gehen wir runter hier nach Izmir und gucken da nochmal rein. Weiß gar nicht, ob das jetzt unser war. So, 110. Gleicher Preis. Hier der Honig, der geht richtig gut hier. Ja, machen wir komplett. 159, kein Problem. Und der Fisch geht auch. Auch komplett weg. So, hier haben wir 73 zu kaufen, 75 auf dem Wagen. Hier geht auf jeden Fall was. Machen wir bis 48. Passt. So, und kaufen würde bedeuten, Felle geht, aber hier die Früchte gehen. Wow, 277, das ist der Wagen voll. Und 55 ist, glaube ich, auch ein guter Preis, ne? Lass das mitnehmen. So, dann geht's nach Antalya. Da wird wahrscheinlich alles billiger sein, mal große Stadt. Aber wir fahren dahin. Aber den Rest machen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.